بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مزام التنبؤ العربية بين يديك، الوحدة الخامسة الطعام والشراب. Das Essen und das Trinken. Hier haben wir unseren ersten Dialog. العرض الحوار الأول. انظر واستمع وأعد. Ich werde als erstes lesen und dann liest du dann und dann machen wir daraus einen Dialog. Du Ciao. nimmst zum Beispiel Qasim, ich nehme dann Salim und dann gucken wir die anderen Tamam. Aufgaben, die auf der anderen Seite sind. Jetzt so. قاسم، أين تذهب يا سالم؟ Wohin gehst du, O Salim؟ سالم، إلى المطعم، zum Restaurant. قاسم، كم وجبة تأكل في اليوم؟ Wie viele Gerichte isst du am Tag؟ كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل، und hier muss man ganz achten. Eigentlich wäre es أكل. Also wir haben ekele, das ist das Infinitiv, oder in der Vergangenheit er, ekele, und dann nachher je-kulu, te-kulu, enter, ne-kulu, wir, nicht e-kulu, sondern e-kulu, weil da zwei Hemse sind, wurde es verlängert, und deswegen sagen wir e-kulu und nicht e-kulu. Das bedeutet immer, wenn ein Verb, das dreistellig ist, also drei Buchstaben hat, in der Gegenwart benutzt wird, im Ich-Form, sagen wir Erkulu. Thalatha wajabatin. Drei Gerichte. Al-Futura. Das Frühstück. Wal-Ghada'a. Das Mittagessen. Wal-Asha'a. Und das Abendessen. Hatha kathirun jiddan. Das ist sehr viel. Ana akulu wajbatan wahida. Ich esse ein Gericht. هذا قليل جدا. Das ist sehr wenig. ماذا تأكل في الغداء؟ Was isst du am Mittagessen? أكل الأرز. Ich esse Reis. والخبز. Und Brot. وماذا تأكل أنت؟ Und was isst du? آكل السمكة. Ich esse Fisch. والسلطة. Und Salat. والفاكهة. Und Obst. Natürlich hier فاكهة, das habe ich vor kurzem neu gelernt. Das Schöne an Arabisch ist, dass von den Wörtern könnte man auch Verben herausfinden. Das bedeutet فاكهة, wenn man Obst essen sagen möchte, dann kann man auch sagen نتفكه oder تفكه in der Vergangenheit. Tafakkaha und dann yetafakkahu, etafakkahu, netafakkahu und so weiter. Das ist auch was ganz also, Schönes. Obst essen macht aus dem Obst macht man dann sozusagen ein Verb und dadurch wird klar, dass Obst essen ist oder wie. Genau, richtig. Aber das ja. Ganz Normale, was man benutzen kann, ist auch akulu fakiha. Also ich esse Obst. Das ist das Einfachste. Genauso auch, also man kann eigentlich mit allem machen, also wie im Deutschen, wenn man sagt, ich benutze Google, zum Beispiel, ich google mal das. Das Gleiche kann man im Arabischen machen, auch mit WhatsApp zum Beispiel oder mit Viber oder sonst was. Sagen, etta WhatsApp zum Beispiel. Ich benutze WhatsApp, etta WhatsApp. Das ist was ganz Schönes. Okay. Dann Salim. Ma waznuka. Was ist dein Gewicht? Wazn ist Gewicht und dieses Kaf ist dann dein Gewicht. Mudaf und Mudaf ilay. Qasim, 60 kilan. 60 Kilo. Wama waznuka anta. Und was ist dein, oder wie viel wiegst du? Was ist deine Wiege oder so? Mi'at kilin. 100 Kilo.
Ente saminun jidden. Du bist sehr dick. Und hier gibt es einen Unterschied zwischen samin und thamin. Also mit tha, mit elf Bertha, mit den drei Punkten. Ja. Samin mit zehn ist dick. Thamin ist aber wertvoll. Und da kommen öfters die meisten Brüder oder Geschwister durcheinander. Dass ein Buchstabe, das so ähnlich ist, und dann sagen die, hä, das heißt doch was anderes. Deswegen muss man auf Verlängerungen achten und auf die Buchstaben, die ähnlich sind. Ja. Zum Beispiel, Thaur heißt Stier. Wenn du ein Ta Marbuta hinzufügst, wird es zur Revolution. Ja, ganz ja, großer Unterschied. Ja, es fand ein manchmal Bruder, Harakat schon ja. ändern, ne, die Bedeutung. Ne? Genau, richtig. Also im Koran genauso. Früher haben einige Sahabe zum Beispiel falsch gelesen und durch diese Rezitation haben die dann zum Beispiel mit einem Arabi geredet, mit einem Wüstensohn, könnte man sagen, oder Wüstenbewohner, die perfekt im Arabisch waren. Und die sagen dann, ohne den Koran auswendig zu lernen, haben die gesagt, hier ist ein Fehler. Also warum? Weil das in der arabischen Sprache nicht so ist. Also das konnte man früher richtig deutlich erkennen, auch wenn man den Koran nicht auswendig gelernt hat. Und dieser Bruder mit dem Saur und Saura, das ist in der Moschee passiert, bei der Khutba. Der war da in der Khutba und keine Ahnung, warum die erwähnt haben, aber der Khatib, der Prediger, der hat dann Saura erwähnt und der Bruder ist immer noch im Level 1 und sagt, Saura, das habe ich im ersten Unterricht gelernt. Das heißt doch Stier, warum redet ihr über einen Stier? Super. Okay. Salim sagt dann, wa anta nahifun jidban. Und du bist sehr dünn. Dann gehen wir mal nach oben. Okay. Kannst du, Bruder, nochmal den Dialog lesen? Inshallah. Qasim, aina tadhhabu ya Salim? Salim, ila al-mat'am. Qasim, كم وجبة تأكل في اليوم؟ سالم آكل ثلاث وجبات الفطور والغداء وعشاء. قاسم هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. سالم هذا قليل جدا. قاسم ماذا تأكل في الغداء؟ سالم آكل الرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ قاسم آكل السمكة والصلاة وفاكهة. Wie spreche ich das denn aus, wenn ich da stehen beim Fakiha oder was? Ja, genau, das Teil Marbuta wird zu einem H. Salim, ma wasnuka. Qasim, wie viel Kilo ist das? Arba Kilo? Situna. Situna Kilo. Wama wazunuka anta? Mia Kilo. Qasim, anta saminun jidden. Salim, wa anta nahifun jidden. Genau. Ahsanta. Jetzt versuchen wir das nochmal zu lesen, in einem Dialog sozusagen. Ich bin dann mal Qasim und du bist dann Salim. Aina tadhhabu ya Salim? Ila mat'am. Kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Akulu thalatha wajbat. Al-futura wal-ghada'a wa-isha'a. والعشاء والعشاء
Weil wenn du Hey Sher sagen würdest, dann wird es zum Nachtgebet. Yes, Oder das, die Nacht allgemein. yeah. Okay. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلا. 100 كيلين. Okay. 100 hat eigentlich am Ende Ta Marbuta. Also 100 schreibt man irgendwie ganz anders, und zwar Mim, Elif und dann nachher Hemse auf so ein Ba, aber ohne Punkt, mit so einer Welle meine ich, und dann nachher Ta Marbuta. Und dann Mi'atu Kilin sollte das sein. Also Mi'atun Kilin. Kilin. Genau, Mi'atu Kilin. Mi'atu Kilin. Okay. Genau. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. Okay. Irgendwelche Fragen hier im Dialog? Nein. Aber doch, kannst du das mit dieser, bei Erkulu, dieses mit der Hamza da, wie das genau funktioniert, nochmal erklären? Wenn da zwei Hamzas sind, hast du gesagt, wird das dann zu einem langen Elif oder was? Genau. Also, wo habe ich das jetzt? Hier zum Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Hamza, ein Elif meine ich, nicht Hamza, Elif, mit Met, mit einer Welle. Warum? Ja. Weil da eigentlich zwei Hamza sind. Also einmal vom Buch, vom Wort selbst, vom Verb, und einmal für dieses Inner. Und weil die beiden zusammengekommen sind, wurden die fusioniert sozusagen und sind dann zu einem Elif mit Met entstanden. So. Okay? Ja. Barakallahu fiik. Sieht man das alles? Okay. Al-Mufradat. Al-Audu, unzor, wastami' wa a'id, fakiha. A'tini, jumlatan, ma'a, fakiha. التفاح فاكهة. ممتاز. نعم. الأرز. أعطني جملة. أحب رز مع لحم. أحسنت. لكن أحب أرزا. أحب رزا رز مع لحم. مع لحم. أصلا. Warum أرز؟ Weil das مفعول به ist. Ach so, ja, ja, ja. Weil ich liebe Reis. Ja. Okay, سمك. أعطيني جملة. السمك لذيذ جدا. السمك أحسنت. نعم. لذيذ جدا. نعم. خبز. آكل خبز. Was heißt denn zum Frühstück? إلى فطور؟ في ال... also im Frühstück sozusagen. Achso. Also آكل خبز. آكل خبزا في في فطور. في الفطور. Also في الفطور. نعم. طيب يأكل الرجل يأكل. الرجل يأكل. Weil الرجل ist مبتدأ. Und مبتدأ muss immer معرف sein. Also bestimmt. Also الرجل يأكل. أحسن. نعم. طيب مطعم. أكل غدا في مطعم. آكل الغداء.
Ach so, akulu el-radaa fil-matam. نعم جيد. العشاء أو العشاء. ليس أكل عشاء. لا أكل العشاء. أكل عشاء. عشاء. Dies ليس könnte man bei Adjektiven zum Beispiel benutzen, oder? Ja, so. Aber لا أكل bei Verben. غداء أكل لحم في الغداء. في الغداء أم في الغداء؟ أسو في الغداء. نعم اسم مجرور. طيب فطور. فطور. أكل أكل ich habe vergessen, was heißt Banane noch. Was heißt Banane noch? Maus. Achso, Akulu Maus für Futur. Mumtaz, na. Wajabat? Uhibbu Wajabat, kathiran. Uhibbu Wajabat. Uhibbu Wajabat. Ich liebe das Gericht oder die Gerichte. Achso, Uhibbu Wajabat kathiran. Nee, du musst Ma'arraf machen. Also du musst das bestimmt machen, wie im Deutschen. Ich liebe die Gerichte. Ach so. Uhibbu al-wajabat. Nein. Wajabatun? Wajabatun fisha. Nee, die Gerichte im Rahmen geht es. Wajbat und Fleisch. Da muss noch was kommen. Wajbat und Fleisch. Allahu alam, Schatz. Hilf mir sehr. Okay. Man könnte zum Beispiel sagen, ein Gericht in der Nacht ist wenig, zum Beispiel. Wajbat und Wahida, Halil und Jindan. Achso. Wajbat, nochmal bitte. Wajbat und Wahida, Halil und Jindan. Wajabatun wahidun qalilun jiddan. Wahidatun, weil Wajabatun ist auch weiblich und deswegen muss auch Wahidatun auch weiblich sein. Also Wajabatun wahidatun qalilun jiddan. Qalilun. Qalilun jiddan. Warum? Wajabatun ist Wajabatun ist Mubtada. Wahidatun ist dann Sifa. Und dann Qalilun ist Khabar. Und Jiddan ist, glaube ich, alleine. Jiddan weiß ich jetzt nicht gerade den Arab. Okay. Jetzt Wazn. Waznuka. Kathiran, kann man sagen, was so? Kathirun, nein. Wazanuka, Kathirun. Wazanuka, Kathirun. Nein. طيب, Qalil. Qalil. Akulu yawman qalilan. Qalilun. Akulu al-yawma. أكل قليلا أكل قليلا weil das مفعول به ist. أكل أيام كثير. غدا أكل غداء كثيرا. نعم أكل الغداء أكل الغداء كثيرا. أكل الغداء كثيرا. Okay, 100 Kilin. Oder 100 Kilin. 100 Kilin Samin Jiddan. Das könnte man nicht sagen, weil das wäre dann wortwörtlich 100 Kilo
ist sehr dick. Also dir ist dick wäre dann zum 100 Kilo gewesen, nicht zur Person. Man könnte zum Beispiel sagen, der Mann mit 100 Kilo ist sehr dick. Das könnte gehen. Also, Ar-Rajulu ma'a mi'atin kilo saminen jiddan. Ma'a mi'ati, weil das jetzt ist Mudaf, majrur mudaf. ist. Ganz kurz, ma'a. Nee, das musste ist majrur sein, weil ma'a ist harbja. Und ma'aka. Da müsste ich nochmal nachschauen, aber was ich weiß, ist gerade, dass es ist majrur wäre. Auf jeden Fall, das würde sich dann bei der Haraka nicht ändern, sondern ma'a mi'ati, weil das ist majrur ist. Und dann nachher Kielin, weil es auch Mudafile ist. Kielin ist dann Mudafile. Okay. Samin und Jiddan und dann Samin. Ar-Rajulu Saminun jiddan, Na, Nahif. weil Al-Waladu Nachifun jiddan. Ahsant, na. So, irgendwelche Fragen? Eine Nein. Frage? Hassan. Nein. Jetzt gehen wir nochmal zu den Fragen hier. Die Fragen sind verbunden mit dem Thema. Das bedeutet, wäre schön, wenn du das irgendwie auf der Seite hast oder pa parat hast. Oder wir müssen versuchen, es uns zu merken. Ila aina yadhhabu Salimun? Salimun tadhhabu ila matam. Nein. Salimun yadhhabu ila al-mat'am. طيب Yadhhabu. Yadhhabu ist eine Frau, glaube ich, ne? genau, tadhhabu ist Frau, also nicht anti. Hier tadhhabu wa anta tadhhabu. Also einmal für du männlich und einmal für sie. Für du weiblich tadhhabina. Okay. Okay. Man ya'kulu thalatha wajabatin. Men, also Genau. wer? Oh, super, da muss ich gucken. Warte mal ganz kurz, ich muss die Seite aufmachen. Welche Seite war das? Seite 111. Ich könnte das jetzt auf Deutsch sagen und dann nachher versuchst du das zu übersetzen. Ja, das. Salim isst drei Gerichte. Also Salim akulu thalatha wajibatin. Wajibatin. Salim akulu am Salim ya'kulu am ta'kulu am Salim. na'kulu? Salim takulu. Nee, ging auch nicht. Super. Ich muss diese Konjugation Ahu. lernen. Ahua, merkt ihr, Hua ist immer mit ihr. Ach, also Salim Yakulu Na? Thalatha Wajabatin. Steht da doch sowas? Ach, sant. طيب. من يأكل وجبة واحدة؟ Qasim Yakulu Wajabatin Wahidatin. Wahida. أحسنت. Genau. Also ich habe jetzt nicht korrigiert, weil damit man auch darauf achtet. Also ich lasse das öfters so, dass die Leute das unterscheiden können oder machen können, was sie wollen, damit sie bei dem Arab sich das merken. ماذا يأكل قاسم في الغداء؟ Kasim yakulu was hat er noch gegessen? Ach so, al-Ruzza wa Khubzan. Das war Salim. Ach Er hat so. Fisch, Salat und Obst gegessen. Ach so, also yakulu samaka was salata Genau. wal Genau. fakiha so. Nicht Salata, sondern Salata. Wenn du Salata sagen würdest, die Araber würden das gar nicht verstehen. Nur eine kleine Änderung und die sagen, hä, was sagst du?
Salata. Genau richtig. Also nochmal zusammen. Yakulu as-samaka wa salata wa al-fakiha. Genau. Nummer 5. Raqam 5. Mada ya'kulu Salimun fil ghada'i? Ya'kulu al-ruzza wa al-khubza. Ahsant. Raqam 6. Ma waznu Salimin? Salim 6 kilo. Wazanahu oder was? Wazanahu? Salim. Warte, Qasim ist 60. Salim ist 100. Ja, also Wazanahu 6 oder nee, wie sagt man das? 100. So, 100 Kilo. Genau. Mi'atu Kilo. Also. Aber also die Araber achten nicht auf, weil Kiel ist eigentlich ein, also Kiel ist nicht so wie Kilogramm, also glaube ich. Oder da muss ich noch ein bisschen nachschauen mit dem, ob die da ein bisschen was unterscheiden. Weil wir sagen eigentlich auch Kilogramm heutzutage. Dieses Kiel, das benutzt man heute gar nicht mehr. Wir benutzen mehr Kilogramm oder Kilo, wie du selbst gesagt hast. طيب. Ma waznu Qasimin. Und hier musst du achten. Wir haben Sitta, 6. Und dann musst du eigentlich nur Wow und Nun hinzufügen. Sitta, wow, ne? Genau. Achso, Situ. Weil, genau richtig. Situn. Und darauf baust du alles auf. Also Wazanuhu Situn Kilon. Kilen. Oder Kilon, oder wie auch immer. Kielen. 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 Genau, Kielen. Unter 100 ist das immer Temjis. Deswegen Fetha. Und über 100 ist dann immer Mudaf Ilay. Deswegen Kielin. Ah, okay. Genau. Und darauf baust du immer auf. Wenn ich jetzt sagen würde, Khamsa, was ist dann 50? Khamsun. Ahsant. Arba. Arbaun. Thamania. Thamanun. Genau, richtig. Hier ändert es. Genau, Thamanun. Hier ändert es das ein bisschen. Weil Thamania, Thamanun, der Elf geht dann weg. Okay. Irgendwelche Fragen? Ja, Asira? Na. Barakallahu fiik. Wie sagt man das? Wade, kullu wade, kann man das sagen? Alles klar? كله واضح نعم كله واضح طيب ربنا عافنا وعفو عنا واحفظنا